Gut. Halt nicht so gut, ne? Das, wenigstens haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Ringo. So, alle an Spielstationen, also. Auch noch. Die alle? Okay. Dann müssen wir die auch noch freischalten. Gut. Heute geht's um Standards. Die müssen besser werden, keine Frage. Naja, wird euch super. Richtig rein, okay? Wird super, mein lieber Butler. Das war ziemlich halbherzig, oder? Das nächste Training muss besser werden. Ja, für euch reicht's. Alles gut. Huch, nächster Gegner Bayern München. Ja, und was ist denn das denn? Das ist ein Gegner von Real. Juve, okay. Und PSG darf gegen Liverpool. Und es sieht so aus, als gäbe es nochmal das Bruderduell. Wenn wir jetzt gewinnen, natürlich, ne? Das ist ja klar, dass wir gewinnen müssen. Gegen Bayern München. Sehr gut. Lewandowski gegen Danny Williams. Wir spielen als erstes zu Hause. Wir werden es im Rückspiel schwer haben. In der Allianz Arena ist es nicht so einfach. Wie man glauben mag. Schade. Herr Robben spielt noch. Gott. Also spielt noch bei Bayern, das meine ich. Warum spielt er jetzt auch noch? Nur in den Niederlanden. Na, komm schon. Thiago. Lewandowski. Sehr schön. Jetzt sind wir durch. Gegen Boateng. An Boateng vorbei. Ja, nein! Komm, jetzt aber! Nein! Das ist neuer. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Schade. Über das Tor.
Da bekommt Danny Williams einen echt gut mit. Eine volle Breitseite. Ein Robben. Oh. Ist hier anscheinend Cook verletzt. Diesen Zweikampf. Sah nicht gut aus. Kann aber noch weiterspielen. Ja, Brooks. Ich guck. So, jetzt aber. Schöne Vorlage, schöne Vorlage. Oh, und dann ist wieder ein neuer zur Stelle. Ganz weit mit nach hinten. Hier müssen wir wirklich arbeiten für den Sieg. Ein anstrengendes Spiel. Danny Williams! Sehr spitzer Winkel. Sehr spitzer Winkel. Aber man kann es ja probieren. Man kann es probieren. Chancen sind da. Daran mangelt es nicht. Mangelt am Glück. Ist der FC Bayern hier die letzte Barriere für Bournemouth? Kommen sie hier nicht mehr vorbei oder machen sie es doch noch möglich? Coming off the pitch, number 4, Dan Gosling. Coming onto the pitch, number 12. Gibt's jetzt hier eine Karte? Nee. Aber nochmal ein Gespräch mit Danny Williams. Ja! Da hat es Serge Gnabry den Ball auf dem Kopf. Den Treffer am Kopf, wie auch immer. Nur rein ging er nicht. Ein Robben. Substitution for FC Bayern Munich. Coming off the pitch, number 8, Gabriel Martin. Leon Goretzka kommt nochmal rauf. Also auch mit diesem Ergebnis ist Niko Kovac nicht zufrieden. So, was will der Trainer? Mindestens ein Remis. Oh, da wurde es fast uns weggenommen von Coman. Oh nee, bisher bleibt noch dieses 0:0. Ja, und das könnte es jetzt sein, das könnte es jetzt sein. Ist er vorbei am Boateng? Ja, ist er. Und nein. Das hätte fast eine Flanke sein können. So kacke war der Schuss. Thiago.
Rodriguez. Das Komma. Kingsley, Komma. Schöne Parade. James Rodriguez muss runter. Für ihn kommt Thomas Müller. Bei uns geht der angeschlagene Brooks runter. Vielleicht ja nochmal hier mit dem frischen Wind. Ja, und dann geht da Danny Williams hin. Ja, das sieht gut aus. Oh, Neuer schon wieder. Manuel Neuer. Die Lebensversicherung vom FC Bayern München. Also irgendwann muss der Weg doch mal frei sein hier ins Tor. Der Münchner Bayern. Nee. Das war zu leichtsinnig. Der FC Bayern München hat da teils wirklich Glück, dass es nicht hier 1:0 steht. Ohne Manuel Neuer wäre hier definitiv schon das Tor gefallen. Genauso hier auf der anderen Seite. Oh! Da gibt's den Freistoß. Ganz knapp am Strafraum, Mats Hummels. Ah, ganz knapp. Hier, der Ball kommt als Flanke rein. War jetzt am Ende nicht wirklich eine gute Flanke. Hätten den Ball auch eigentlich abgeben können. Das wäre besser gewesen. Minuten gespielt. 0:0 bleibt es hier. Bis dahin. Erst nochmal Kingsley Coman. Vielleicht die Gelegenheit für den FC Bayern München. Nicht mal Thomas Müller. Nicht einmal Thomas Müller darf treffen. Macht natürlich das Rückspiel umso spannender. Und 0:0 gegen FC Bayern München ist ein gutes Ergebnis. Das nehmen wir mit für die Rückrunde. Ein anstrengendes Spiel, wie man hier sieht. Sehr gut. Startelf Bonus nehme ich natürlich gerne an. Und auch dieses 0:0. Ist kein schlechtes Ergebnis.
Was geht? Es ist jetzt 3 Monate her. Ist trotzdem noch lustig. Wie läuft's bei dir? Ach, ich geht. Und wie läuft's bei dir? Ich komme gerade vom Training. Hab Hausaufgaben ohne Ende. Ach, Hausaufgaben. Scheiße. Ja. Ist alles okay? Was? Oh, ja, klar doch. Ich wollte dich nur fragen, ob du was von deinem Bruder gehört hast. Oh ja, ich war neulich in Madrid. Also während der Ferien im März, weißt du? Oh, Ferien. Cool. Hat's dir gefallen? War komisch. Alex war komisch. Der ist jetzt ein Star. Er hat jetzt immer Leute um sich. Ständig hängen irgendwelche Typen an ihm dran. Geht mir auf die Nerven. Wow, klingt wichtig. Schön für ihn. Echt ein Traumleben, oder? Vertrag bei Real, die eigene Marke, Megastar. Kann man ihm nicht vorwerfen, oder? Ja, du hast recht. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, klar doch, ja. Weshalb fragst du mich das ständig? Ich wollte nur wissen, was er macht. Werde ich doch wohl mal machen dürfen. Nein, sicher. Ich muss los. Ich habe heute noch sehr viel zu tun und mächtig was los hier. Komm gar nicht richtig zur Ruhe. Ziemlich nervig, diese Sache. Also, Hammel, danke, dass du angerufen hast. Also, ich werde mich bei dir wieder melden, ja? Okay. Okay.